weiter geht's heute mit dem Rückspiel im Champions League Halbfinale. Es geht gegen den FC Bayern München. Und zwar auswärts in München. Da haben wir ja in der letzten Folge gewonnen in der Liga und sind quasi schon wieder back und weg. So, dann nehmen wir mal das Angebot an. Ich ist es ja durch. Wenn natürlich die Liga sagt, passt doch schon, wir haben ja genug Geld jetzt eingenommen, dann könnte es theoretisch heißen, dass wir tatsächlich Moukoko fest verpflichten. Ich will ihn ja gerne behalten. Aber er wird heute definitiv von Beginn an spielen. Kurz mal kurz in die Nachricht reingucken, was da noch so reinkommt. So, Pressekonferenz überspringen. Also wird definitiv heute von Beginn an spielen, das ist klar. Es wird genau dieser, es werden genau diese Jungs von Beginn an spielen heute. Moukoko und Schellerup dürfen auch von Beginn an spielen. Damit ist das so mal klar. Ich will nämlich hier das Champions League Finale. Auf geht's. Die Bayern werden, glaube ich, fast genauso spielen. Ich weiß nicht, ob Madison wieder spielt, der nämlich in der Liga ein Schwachpunkt war. So, ja, Hinspiel 2-1 zu Hause verloren. In der Champions League haben wir bisher aber auswärts alles auseinandergenommen. Mal gucken. Er wird in diesem Spiel einer der. Schade, der Osimhen fehlt immer noch. Als Top-Torjäger der UEFA Champions League ist sein Ziel natürlich klar. Der will auch heute in diesem Spiel wieder für Gefahr ohne Ende sorgen. Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und auf dem Programm steht heute das Rückspiel des Halbfinals. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Die Vorteile liegen natürlich leicht bei den Gastgebern. Sieg im Hinspiel, aber es war knapp. Da darfst du dich nicht ausruhen. Hier kann richtig viel passieren. Ich glaube, oder wird es Paris oder Liverpool, wenn wir ins Finale einziehen sollten. Sollten. Sollten wir heute rausfliegen? Steht jetzt fest, dass wir noch eine fünfte Saison spielen. Ich will nämlich alle Titel mit Bayreuth. Sollten wir heute weiterkommen und das Champions League Finale einziehen und das Champions League Finale gewinnen, endet diese Saison mit der vierten. Endet diese Karriere. No? Nur so, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ja gut, es fehlt der Europäische Supercup noch, ja, den könnte man theoretisch auch noch spielen dann. Bayern aber wie gesagt, heute mit mal schauen, ist passiert. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 Elmas spielt auf jeden Fall von Beginn an, also ja spielt der nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld. Der ist gar nicht im Kader, der Madison. Ja, im letzten Spiel war der nicht extremer Schwachpunkt eigentlich. Elmas auf der 6. Auf rechts aus, weil die wechseln für Mutter gerade mal durch. Wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge gegen die Bayern und wir haben die dritte verrennete Startelf. Wir werden wie das Ligaspiel spielen, was wir ja Gott sei Dank, noch mit 2-1 gewonnen haben durch das Novoa-Tor. Hätten wir das Ding nämlich verloren, dann wäre es Sense gewesen. Und ich hatte eigentlich wirklich nach dem 1-1 dachte ich mir, ja, jetzt ist durch, jetzt kannst du abpfeifen, Schiri. Das ist hier kommt die gut durch Bayern. Oder auch nicht? Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2. Wir haben drei vorbelastete Spieler. Ne? Wie gesagt, ich habe natürlich den Wechsel. Schellerup auf der 10. Moukoko vorne rein. Einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So, mal schauen. Wir müssen heute im Idealfall 2-0 gewinnen. Geht's. Vorteil in dieser Situation. Oh,
Ja, aber gerade sagen, die treten ja zweimal zu. Oh, bitte nicht, jetzt soll ich noch eine. Nimm mir deine Hand weg, da, das interessiert mich nicht. Also, sorry. Ihr tretet ja zweimal zu. Mazraoui mit Gelb. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Ja, das ist natürlich, das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn er vom Platz fliegt. Also für mich wäre es super. So fangen sie den Angriff früh ab, sehr gut. Eli Velmas. Ach komm schon, da pfeift. Weißt du, wer ich den Angriff weg? Ja, ich hatte den Ball, ich hatte ja durch dran gekommen. Mané. Bernardo. Starke Parade. Ja, unentschieden kann man es fast nicht erlauben. Also wie gesagt, wir haben ja letzte Spiele auch. Wir sehen die kurze Variante. Ach Mann. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Fischer. Ein ganz entscheidender Spieler könnte. So, Mazraoui muss jetzt ein bisschen aufpassen. Er darf jetzt nicht da noch irgendwo mit dran gehen. Also nicht. Geblockt vom Verteidiger. Schnell da hoch. Gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Tom Rothe. Hoher Ball hier auf Aubameyang. Osimhen. Das ist Osimhen. Mané und Fischer kocht den mal ohne so souverän ab. Aubameyang jetzt. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Was für eine ja! Da hämmert er diesen Ball ans Gestänge. Ich hab ihn drin gesehen, deswegen das ja. Ich dachte mir, ich krieg den noch rein in Moukoko. Nein, nicht. Leider. Mazraoui. Ja, die Bayreuther sind natürlich dafür angegangen, jetzt auf die rechte Seite zu ziehen. Über Sterner, der schnell ist. Und Mazraoui hat halt Gelb. Ja, jetzt. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Jetzt Aubameyang. Und der lächelt sicher. Also ja, durch die Auswärtstorregelung, durch die Kippung der Auswärtstorregelung, brauchen wir erstmal zumindest ein Tor. Flanke jetzt für Aubameyang. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Perry. Keine gute Aktion. Ball raus auf Sadio Mané. Das gibt die nächste erste gelbe für Bayreuth. Absolut gelbwürdig. Und ich weiß nicht, ob es einer von den drei waren. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer das vorbelastet ist. Ich glaube, das war auf jeden Fall einer von den Schirmer, glaube ich, auf jeden Fall. Und noch einer. Freistoß kommt in den 16er. Jedenfalls. Einfacher Ball hier für den Torwart. Test. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Lockt den weg. Und Einwurf, der Ball war draußen. Bernardo. Kimmich. Ball ist bei Bernardo Silva. Ja, das ist eine überragende Stelle im Spiel. Dieses Timing. Ja, ich kann irgendwo nicht rein. Ich muss jetzt gucken, dass ich da. Ja, das war schon wieder wie so scheiß Kurzbett. Kurzbälle, die gehen wir auf den Senkel. Genau deswegen. Kimmich. Setzt diesen Ball knapp daneben. Ja, ich muss jetzt irgendwie mal ein bisschen was versuchen. Ballgewinn, gefährlich. Jetzt, oh Mann. Da haben sie die Chance. Jetzt! Für sie läuft das Spiel absolut. So, damit jetzt 2-2. Und damit hätten wir das Verlängerung. Und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir nochmal ein Auge drauf. Er bleibt cool.
Macht ja, das deswegen ist es Moukoko. Mit seinem dritten Tor gegen die Bayern jetzt Ruhe in Folge. Technik, das sind die beiden Schlagworte. Es war auf jeden Fall der Kniff, den in der Champions League einzuwechseln, wenn ich bin. In einer Liga hat er einen Single. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Bayreuth steht zumindest erstmal in der Verlängerung. Brauchen ein weiteres Tor, um die Bayern aus der, zumindest, ich stand jetzt aus der, stand dann aus der Champions League zu schießen. Aber wie gesagt. So, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Die Bayern dürfen anstoßen. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Oh nee. Hami. Das wäre ganz wichtig für die Bayern. Wenn der nämlich raus durchmarschiert. Bernardo Silva. Das ist natürlich super, dass ich den jetzt. Und Lemballe. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Lemballe. Zugemacht, ganz souverän. Tolles Ziel. Haben sie gut gestellt. Kimmich. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Sterner Mané, passt bitte da auf. Der Mané hat da ähnlich in der. Ich glaube, wir dürfen uns hier auf einen Weg. Aber ganz kurz, das könnte es sein. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Über Youssoufa Moukoko. Jetzt wollen Sie das Spiel schnell machen. Über Youssoufa Moukoko. Und Aubameyang. Aubameyang ist das. Er muss doch sitzen, oder? Ja. Abgezogen aus der Entfernung. Das hätte sitzen müssen. Bekommst du nicht mehr. Gelb gibt es ja auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und da holt er sich den Ball. Aubameyang. Aubameyang, riesig. Aubameyang. Macht ihn. Ja, er macht ihn. Nahezu perfekt. Da gibt's rein Glück, der lacht wieder mal nicht gut. Und Bono kann nichts machen. Bayreuth steht, stand jetzt im Finale der UEFA Champions League. In Addition beider Spiele steht es nun 3-2. Es geht weiter. Ja, Bayern muss kommen. Osimhen. Er geht vorbei. Gute Ballführung. Jetzt alleine machen. Was für eine unglaubliche Parade. So, Noppert, sehr gut. Eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin so, gesehen. Haben wir noch die Fans 20. geben alles, die wollen den Ausgleich. Das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Aubameyang. Das war glücklich. Erstmal hier der Ballverlust. Osimhen. Mané hat den Ball. Erstmal abgeblockt. Dest. Serginho Dest, Mané. Boah! Klar, die Bayern werden jetzt natürlich wieder wechseln müssen, aber wie gesagt, solange wir das Ding irgendwie auf 0-2 stellen, und das wäre natürlich das Ergebnis, was sich alle wünschen, wäre das Thema gegessen. So, ich guck gerade, ich muss, was ich machen kann. Ja, Moriba hinten auf die 6, klar, das wird jetzt passieren. Und Albiol. Für Piri. So. Ich bringe jetzt noch einen Arp rein vorne als Unterstützer für die Offensive, vielleicht einen dritten Stürmer. Und vielleicht dann noch einen Konterstürmer zu haben. Wechsel jetzt bei den Bayern. Deswegen muss ich jetzt wechseln. Es wird jetzt hier gewechselt. Wie sagt der Mané?
Das ist Isak. Ja, und das Ding war doch sowas von. Ich hatte deswegen hasse ich diese Kurzecken. Geht die nicht weiter in der Addition beider Spiele steht es nun 3-3. Deswegen hasse ich diese scheiß fucking Kurzecken, die da reinhauen. Kann jetzt über den Flügel kommen. Sie können es machen. Ganz stark abgeblockt. Osimhen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ich habe gesagt, für mich, ne? Freistoß gegen die Bayern. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Nepalle. Da geht er vorbei. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Ball beim Keeper. Jetzt habe ich echt noch eine scheiß Verlängerung, oder was? Wenn jetzt zumindest nichts mehr passiert. Kann ja noch passieren, dass die Bayern hier noch weiterkommen. Elie Velmas. Velmas, Özimin. Kimmich. Jetzt nochmal die Bayern. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Und Sterne. Aubameyang. Gefährlich jetzt. Ah, Bono. Von Bono. Die Bayern wechseln. Und jetzt das Ding verlor. Die Ecke kommt rein. Gut gemacht. Absolut sicher bei dieser Ecke. So, da Mann, kommt der Film. Weiter geht's hier also gleich mit der Verlängerung. Mané. Jetzt hab ich den ganzen Scheiß noch vor mir, ey. So, jetzt und irgendwie jetzt das Ding nach Hause fahren noch heute. Scheiß Verlängerung, ey. Kann jetzt über außen kommen. Prem Brewster. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Ne, Balle. Hereingabe in die Mitte. Ja! Und drin! Klasse Tor! Per Flugkopfball macht er den hier rein. Moriba. Der Sechser. Ja. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann trifft er die Kugel. Schade, dass es keine Golden Goal Regel gibt, sonst wäre man jetzt weiter. Nein, es gibt keine Golden Goal. Wie seht ihr 120 Minuten? 4-3 heißt es hier nun nach beiden Partien. Isak, der die überhaupt so weit gebracht hat mit seinem Tor. Müller. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Moukoko. Ich kam nicht durch, wenn der nicht da hinten so gut steht, ey. Ryan Brewster. Den Ball holt er, gut verteidigt. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Ab. Oh, er kann klären. Pause. So langsam nähern wir uns dem Ende. Hier sind wir. Vielleicht schaffen wir es irgendwie noch durchzukommen. Mané. Vielleicht schaffen wir es noch weiterzukommen. So, jetzt noch irgendwie 15 Minuten, noch mal ein bisschen durchatmen. Jetzt geht's so richtig an die Substanz. Jetzt müssen sie noch mal 15 Minuten beißen. Gelb. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Ah ja, komm, da war doch gar nichts, ey. Gibt doch Freistoß. Gibt's jetzt nochmal irgendwie. Albiol übrigens mit Gelb. Der auch nur eingewechselt wurde, weil da irgendwie einer sich schon mit Gelb vorbelastet war. Jetzt ist er vorbei. Ja, passt auf. Bernardo. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Das ist zum Kotzen, das ist sowas von zum Kotzen, dass der tatsächlich das Tor macht. Ey, Mann. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. 4-4 steht es hier jetzt insgesamt. Wir machen weiter.
Lemperle. Die Sterne ist es. Ecke. Da war er noch dran und es gibt Eckball. So, Frage. Gibt es tatsächlich noch den Siegtreffer? Ecke kommt's. Gut geklärt. Jetzt die Hereingabe. Nee, die Hereingabe wird letztlich abgefangen. War nicht gleich. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Aubameyang, ist es das? Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Scheiße. Gutes Tackling hier. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Aubameyang und Bono. Und das war wichtig. Ja, wenn der den nicht macht, wenn der den nicht hält, ist das Thema gegessen. Gute Aktion. Sie bekommen den Ball nicht raus. Angriff damit also. Beendet. Meter schießen. Und jetzt, Freunde, ist Nervenstärke gefragt. Dieses Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt geht's weiter ins Finale. Kann losgehen mit dem erstmal Mané gegen Norbert. Hat ihn! Boah, da reagiert er super und kann den Ball abwehren. Und nach rechts. Aubameyang 1-0. Jetzt also Elfmeter. Norbert, Trao. Super gemacht. Was für ein tolles Tor. Er macht sich bereit, den Elfmeter auszuführen hier. Müller macht ihn. Ganz sicher verwandelt. Dritter Elfmeter, Lemperle. Ist natürlich auch immer eine Konzentration. Silber gegen Noppert. Fuck you. War genau so geplant und richtig sicher gemacht. Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt. So, wer hält der Noppert jetzt das Ding oder Booster trifft? Das ist fast schon ein unmenschlich. Das ist es! Gewinnen hier dieses Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen, in dem ein Mann eiskalt die Nerven behält und diesen entscheidenden Ball abwehrt. Die Bayern haben es verkackt. Nach diesem 2-1 im Bayreuth im Hinspiel gewinnt Old Nopper das Ding raus und damit ist es am Ende der Sieg im Champions League Halbfinale gegen die Bayern. Bayern raus, Bayreuth im Finale. Yes. Puh, wunderbar. Geil. Am Ende ist es dann ein, was ist das, 4-4-3 oder so? 4-2 sogar nur. Ja. Ballgewinn, gefährliche Position. So, 3-4 nach dem Wiederschießen. Man ist definitiv in der nächsten Runde. So, perfekt, ey. Ich werde kurz jetzt speichern, das Spiel. Bayern, ja, wir spielen gegen Paris. Gegen Paris, Saint-Germain. Weil ich will hier das Ding zumachen. Also wie gesagt, am Ende ist die Niederlage gegen die Bayern herzlich egal. Wir gewinnen sämtliche Auswärtsspiele in der Champions League. Das heißt, es nur noch einmal gewinnen, dann hätten wir den Titel. Und gegen Mainz geht es jetzt in der Liga erstmal weiter.